leistungsstark, einfach unglaublich. Wer redet über uns? Tja, Sie werden staunen, das ist der funkelnagelneue Navigationsroboter. Drücken Sie ihm das Steuer in die Hand, sagen Sie ihm, wo es hingehen soll und den Rest erledigt er. Er benötigt keine Batterie. Aufziehen genügt. Cool, hä? Nicht schlecht. Können wir ihn hier mal testen? Natürlich. Nach der Probefahrt werden Sie von ihm überzeugt sein. Robert, fahr diese Enten mal eben um den Block. Alles klar, Chef. Oh, Mann. Du fährst ja wie eine alte Oma. Ich muss die Verkehrsregeln beachten. So dauert das ja ewiglich. Ich hab Kohldämpfe. Ich brauch ganz schnell ein paar Tacos. Cool. Hör mal zu, Blecheimer. Bring uns zur nächsten Taco-Butze, klar? Jawohl, Sir. Tacos. Und schön gefühlvoll am Schleifpunkt. Die Kupplung ist ganz neu. Tacos, schon unterwegs. Au, Backe, ist das eine Schleichwurst. Wow, jetzt dreht er aber auf. Der hat nur geschenkt, was Phase ist. Mein Gefühl sagt mir, dass wir da sind. Hopp an die Taco Bar, compadre! Seit wann gibt's einen Mexiko-Giraffen? Hey, Konservenklaus! Wo sind wir eigentlich? Ihr ratzt! Ist er nicht süß? Wie wär's mit einer kleinen Massage, du Blechbirne? Das wird dir das Rumpelschnorchel austreiben! Nein, nein, nein! Du bringst das nicht! Bist du jetzt Arzt für Konservendosen oder wer? Auch eine Variante, gar nicht so doof. Und jetzt, Alter, wo sind wir? Wir haben uns verirrt. Wie wär's mal mit was Neuem, Quietschqualle? Wir sind leider nicht an der Taco-Bude. Los, wir suchen eine Werkstatt. Was jetzt? Du bleibst hier, klar? Pass schön auf den Bus auf. Jawohl, Sir. Alter, das ist ja voll der Dschungel hier. Hier wird uns nicht mal Tarzan finden. Faszinierend. Schöne Vegetation hier. Was soll das, Ölkännchen? Du solltest doch ein Blechauge auf den Bus werfen. Wow, das war cool. Hey, das war aber echt ein großer Turnschuh. Weißt du, was das bedeutet? Nein, was? Schuhgröße 3000. Passt zu einem großen, saftigen Knusperbräuler. Wie wollen wir es zubereiten? Gegrillt oder lieber frikassiert? Ey, Tropfzahn, schon mal was von Zahnseide gehört? Oh, oh, der Brathahn meint's ernst. So, das reicht jetzt. Du machst dir noch die neuen Turnschuhe kaputt. Und jetzt geh schön grasen auf die Weide. Besuch aus der Stadt? Moins, Almöhi! Kannst du uns verklickern, wo die nächste Werkstatt ist? Unser Feuerross hat eine Panne. Ich hab dieses Tal hier vor fast 20 Jahren entdeckt. Ich hab auf meinem kleinen Traktor einen Ausflug gemacht. Öde! Ja, und? Die Erde hier ist fruchtbar. Das Land ist gut und das Vieh wird groß und kräftig. Schön für dich, interessiert aber keinen. Wo ist jetzt die Werkstatt? Hier gibt es keine Werkstatt. Ist das Leben nicht schön? Ich kann euch ausfliegen lassen, aber das ist nicht billig. Hey, Alter, wir sind oberblank. Aber ihr habt beide gesunde Arme. Ihr helft mir auf der Farm und ich helfe euch bei der Reparatur. Na los, Melker, mach hinne. Was, das ist der Eimer voll? Nö. Na, wie geht's euch, Jungs? Hey, Schrauben-Hugo, leg mal Hand an und häng dich an den Euter. Ist das Leben nicht schön? Na los, altes Melkmädel, her mit dem Saft. Gib alles, ein Strahl reicht, du Nappel, du triffst gar nicht den Eimer. Kein Problem. Kann nicht sein, aus dir mach ich gleich eine Parkuhr. Was geht nur wieder ab? Mach einen Abflug, du Zeckentusche. Wir haben noch jede Menge Arbeit vor uns. Cool. Ist das Leben nicht schön? No. Weiter pressen, Piepmatz. Raus mit dem Ei. Vorsichtig, nicht zerbröseln! Na also, wir haben doch heute ordentlich was geschafft.
Hey, Frank, alter Schweineschinder, jetzt wollen wir nach Hause. Nach Hause? Was meint ihr mit nach Hause? Unser Deal. Wir helfen dir und du hilfst uns. Das war eine Lüge. Wenn ihr erstmal zu Hause seid, weiß bald jeder über das geheime Tal Bescheid. Völlig unmöglich. Dann mach deine Arbeit allein, du Lügenlutsch. Ich mache uns erstmal ein leckeres Frühstück, Sohnemann. Das riecht aber yummy. Für mich die Eier mit Speck und zwar pronto, extrem kohldämpfig. Tut mir leid, das Essen ist für meinen Knecht. Bist du etwa der Knecht? Genau. Da hört ihr es, mein Knecht. Heut Etre, aber erstmal ist er unser Fahrer. Adele, alter Lachs. Was tut ihr denn da? Halt die Klappe und reit uns nach Hause. So kommt ihr mir nicht davon. Jetzt wird Fußball gespielt. Hey, Blechbuckel, sag mal, beben dir die Schläuche? Ich bin das nicht. Dann kriegen wir bald Gesellschaft. Ist das Leben nicht schön? Ihr habt meinen schönen Roboter kaputt gemacht! Sei still, dein Roboter ist der letzte Schrott! Jetzt ist unser Bus futschi! Wir brauchen einen neuen Trecker. Ist das dein Bus? Ja. Schlüssel her, oder wir verklagen dich, weil du uns die Schwachschraube andrehen wolltest! Braver Junge! Und ab dafür! Ist das Leben nicht schön? Und tschüss, ihr Idioten! Ich lebe noch! Du Blödmann! Die haben meinen Bus! Ups, du!